auf die Knie. Los. Das ist Svenja. Uns ist der Frieden vorbei. Na, mach schon, du Waschlappen. Sie schikanierte die anderen Kinder immer ganz gerne. Mich manchmal auch. Lass das, Svenja. Aber von ihr will ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Ich will euch von Alice erzählen. Und von meiner Familie. Denn wenn ich euch von Alice erzähle und von meiner Familie, dann erzähle ich zugleich von mir. Eine Minute. Halte eine Minute aus und die Sache ist vergessen. Also, eins. Das Mädchen, das jetzt vor Svenja in die Knie ging, hatte Tränen in den Augen. Sie presste die Lippen aufeinander. Bestimmt tut es sehr weh, wenn man 60 Sekunden auf den kleinen Kieseln knien muss, die um unsere Schaukeln herum aufgeschüttet waren. Ah, da kommt Alice. Aber dann kam Alice. Steh sofort auf. Na los, steh auf. Alice ging in die Parallelklasse. Sie hatte lange braune Haare und ganz dunkle Augen. Ich hatte noch nie gesehen, dass sie in den Pausen geärgert wurde. Alice, du blöde Kuh, misch dich nicht ein. Ey, und du? Bleib gefälligst. Hey, bleib stehen. Das Mädchen blieb nicht. Sie lief zur Lehrerin oder aufs Klo, wo sie in Ruhe heulen konnte. Immer mehr Kinder kamen, um zu sehen, was Svenja nun mit Alice anstellen würde. Sie starrten sich gegenseitig an. Dann legte Alice ihre Hand auf Svenjas Schulter und flüsterte ihr etwas ins Ohr.